Hi Leute, ich glaube, ich schulde euch noch ein Number One Mi 4 Review. Na, dann wollen wir mal. So, herzlich willkommen zum vorläufigen Review des Number One Mi 4. Es hat jetzt eine Zeit gedauert, ich hatte so viele Phones zu testen, aber dennoch ist das hier mehr oder weniger eins meiner Lieblingsphones. Kommen wir erstmal zum Offensichtlichen. Und zwar, dass dieses Phone für den Verkaufspreis von um die 100 bis 120 Euro eine richtig gute Verarbeitungsqualität hat. Der Metallrahmen wirkt sehr edel. Das Display ist sehr schwarz, wenn es ausgeschaltet ist. Und anfangs war auch das Backcover sehr knarzfrei. Das hat sich leider ein bisschen geändert. Mir ist es auch leider einmal runtergefallen. Hier sieht man so ein bisschen die Beschädigungen, da sieht man so ein bisschen die Kratzer. Würde sich das mit einem neuen Number One Backcover ändern lassen? Ich weiß es nicht genau. Hier habe ich einen anderen Locker installiert, weil der Mi Locker mir nicht so gut gefiel. Was ist das denn? Das ist jetzt irgendwie der Vorführeffekt. Das ist irgendwie... Ich habe ja hier den so einen Side-Launcher, der nennt sich Pi Control, habe ich ja installiert, was nicht so einfach war, denn durch die MIUI-Oberfläche funktionierte das erst nicht. Da muss man eine bestimmte Prozedur einhalten, man muss die Rechte richtig verteilen und sonst taucht er einmal kurz auf und ist wieder weg. Aber ansonsten läuft das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mal keinen anderen Launcher installiert, wie den Nova Launcher, wie sonst. Denn ich hatte mich auch sehr an die MIUI-Oberfläche gewöhnt. Die ist sehr schön. Auch ohne AppDrawer, wenn man sich die einmal eingerichtet hat, funktioniert das eigentlich verdammt gut. Das Display ist extrem schön und hell. Jetzt habe ich es so auf Dreiviertel Helligkeit. Es ist super schön hell. Die Betrachtungswinkel sind sehr gut. Ich will jetzt nicht extra das Licht ausschalten, aber das könnt ihr auch aus den anderen Reviews schon glauben. Es ist sehr responsive. Also es reagiert sehr schön und schnell, obwohl es nur ein 5-Touch-Display ist. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, das ist mir bei einigen anderen Phones, wie zum Beispiel meinem Galaxy S2, schon aufgefallen. Ich weiß nicht, was für ein Glas das ist, aber wenn man das ein bisschen benutzt hat, hat man so ein bisschen den Eindruck, das Glas wäre immer nass. Das fühlt sich nicht so schön an. Es gibt irgendwie auch andere Gläser, die sich da angenehmer anfühlen. Was ich sogar sehr erstaunlich finde, das ist sogar im Vergleich zu meinem... doch eigentlich etwas teureren ZTE Blade S6, wo sich zwar das Glas schöner anfühlt, aber ich meine, und ich bin auch sehr sicher, dass die Farben und die Schärfe, obwohl es dieselbe Auflösung ist, kommt mir beim Mi 4, also beim Number One Mi 4, ein bisschen schöner vor. Könnte Einbildung sein, aber kommt mir eigentlich so vor. Hier kann man die Phones noch mal so ein bisschen vergleichen. Die sind sehr ähnlich, so ziemlich gleich dünn. Aber das ZTE orientiert sich im Design so ein bisschen am iPhone 6. Auch ein sehr schönes Phone, von dem das Review später kommt. Ja, weiter geht's. Also die MIUI-Oberfläche kann zwar manchmal mit
etwas speziellen Einstellungsbedürfnissen nerven. Allerdings gibt es auch Sachen wie hier die Security, indem man praktisch das bei den Permissions kann man die Root-Einstellungen schon festlegen. Also das Phone ist immer pre-rooted. Und auch andere Me-Tools sind sehr, sehr nützlich, wie zum Beispiel schon mal eine eingebaute Taschenlampe. Na nun, habe ich schon wieder ausgeschaltet. So. Sollte auch nicht aufs Display kommen, während das eingeschaltet ist. Die LED ist übrigens extrem hell, vergleichbar mit Samsung Markenphones. Zur Kamera. Die Kamera ist für einen Clone in der Preisregion meiner Meinung nach sehr gut. Allerdings, die vorinstallierte Kamera-App hat zum Beispiel bei einem wolkigen Himmel, sagen wir mal mit blauer Himmel, mit weißen Wolken, ziemliche Schwierigkeiten mit dem Weißabgleich. Das heißt, dann haben die Wolken dann teilweise eine komische Gelbfärbung oder und so weiter. Das lässt sich aber mit dem Installieren von anderen Kamera-Apps. Ich habe zum Beispiel, wo habe ich sie denn? Da hätte mal Better Camera, Camera 360 und hinterher Camera ICS installiert. Damit war das nicht so. Da konnte man dann auch den Weißabgleich besser automatisieren oder einstellen. Und ja, wie gesagt, mit einer anderen Kamera-App war das besser. Vielleicht ist sie nicht richtig angepasst, ich weiß nicht. Es hat aber auch jemand mal irgendwo im China Mobiles Forum die originalen Mi-Apps extrahiert und für dieses Phone verfügbar gemacht. Zudem gibt es auch schon einige neue ROMs. Die werde ich ja natürlich auch noch installieren und ausprobieren. Was ich hier auch schön finde, was man einstellen kann, dass die Akkuanzeige nicht wie in den normalen Android-Einstellungen als Symbol, sondern dann hat man hier so einen grünen Balken, der dann langsam abläuft. Finde ich sehr schön. Ja, zum GPS. Das GPS funktioniert wie bei den meisten Phones, die ich bisher getestet habe, mit dem 6582. Die Satelliten werden sehr schnell gefunden und für Navigieren mit Maps oder mit irgendeiner externen Navigations-App wie eine, die OpenStreetMaps bedient, funktioniert das auch sehr gut. Komischerweise hat man auch hier wieder bei RunKeeper und anderen Running-Apps eine ziemliche Abweichung drin, die dann bei steigender Strecke immer größer wird. Das war bis jetzt das einzige Phone, was ich hatte mit MTK 6582. Was das nicht hatte, war komischerweise das sehr günstige DuG DG 310 Voyager. Wahrscheinlich hat das die besseren Antennen drin, aber auch ich hatte ja das Note 4 Clone von HTC, da hatte ich überhaupt gar keinen GPS-Empfang. Oder den G3 Clone, wo auch der GPS-Empfang eigentlich okay war, aber auch da die üblichen Probleme mit den Running-Apps. Für mich eigentlich ein K.O.-Kriterium, da ich beim Phone diese Running-Apps sehr oft und gerne nutze. Ja, da haben wir schon mal GPS abgetestet. Zum Akku. Es gab da so sehr viele Meinungen zu. Nichts ist so individuell wie die Akkulaufzeit, deshalb kann man da nicht viel zu sagen. Ich nutze so ein Phone normalerweise täglich nur mit WhatsApp und Co. Vielleicht mal ein bisschen Internet und ein bisschen Tracks mit den Running-Apps zu tracken. Dabei habe ich dann im Durchschnitt so eine Display-On-Zeit von 2 Stunden. Allerdings hat das Phone bei mir immer sehr guten Tag durchgehalten. Hatte ich bis jetzt keine Probleme mit. Die Ergebnisse, mal sehen, ich muss mal schnell gucken, ob ich die noch auf dem Handy habe. Also hier habe ich mal einen normalen Tag mit nur 1 Stunde Display on. Da hatte ich nach einem Tag 36 Minuten noch 54 Prozent Akku, also 1 Stunde Display on.
Das hier ist die Display-On-Zeit mit einem Batterietest-Tool. Hier sieht man, wie schön gleichmäßig das abfällt und nicht wie bei früheren Phones, teilweise von Number One, wo der dann ab 40 oder sogar 50% eingebrochen ist und auf einmal weg war. Da haben sie auf jeden Fall schon mal einen sehr viel qualitativ besseren Akku verbaut, was natürlich auch besser so ist, da der ja fest eingebaut und soweit nicht wechselbar ist, außer mit Spezialwerkzeug. Das habe ich hier mit Geekbench 3, dem Akkutest, gemacht. Da gibt er einen Score raus von 1236, was für eine Display-On-Zeit von 4 Stunden 37 meiner Meinung nach eigentlich ein bisschen wenig ist. Das ist hier von Antutu Tester. Da sagt er, gibt er einen Score von 5632 raus. Ist eigentlich nicht schlecht. Das habe ich mit dem Battery Test Utility gemacht. Da ist es praktisch auch ein Video abgespielt und da hat er geschafft 3 Stunden 25. Ich weiß nicht, wie weit beim Video abspielen jetzt der Prozessor so beansprucht wird, aber ich denke mal, das ist für einen fest eingebauten Akku mit um die 2000 mAh ein ganz guter Wert. Übrigens, hier habe ich nochmal einfach nur mit den WLAN-Einstellungen auf, dass sich das WLAN abschaltet, wenn der Bildschirm ab ist, also auf WLAN aus, wenn Bildschirm aus, immer. Und da verbraucht das Phone praktisch fast überhaupt nichts. Hier einen Tag 16 Stunden hat er noch 97%. Dann in 5 Tagen hat er noch 85%. 6 Tage 74%. 10 Tage noch 61%. 14 Tage noch 47% und so weiter. 17 Tage 38%. Das ist schon eigentlich nicht schlecht. Das hier ist mal ein Bild vom WLAN-Empfang. Das ist guter Durchschnitt. Ich habe wie bei den Markengeräten hier in der ganzen Wohnung eigentlich so ziemlich überall Empfang und kann dann auch noch Sachen runterladen und so weiter und so fort. Ja. Also kommen wir zum vorläufigen Fazit. Ich hatte bisher, wenn man sich an das MIUI gewöhnt hat, absolut keine Probleme, keine Apps, die sich aus dem Play Store nicht installieren lassen. Die Verarbeitung wirkt gut. Ich wurde auch öfters gefragt, ob das ein iPhone wäre. Habe ich gesagt, nein, es ist ein sehr günstiges Phone aus China. Und einer hat sich das angeguckt und hat sogar gesagt, er würde das sogar als Alternative für sein iPhone 5 als Möglichkeit als Alternative für sein iPhone 5 sehen. Da habe ich ihm dann gesagt, dass er für, sagen wir mal, so um die 400 € das Original bekommt. Dass ich aber nicht garantieren könnte, dass er da jetzt so einen großen Unterschied sieht. War er recht begeistert und hat mir eigentlich nicht abgenommen, dass das Phone über eBay momentan nur so um die 120 € kostet. Wie gesagt, die Schwachstellen für mich, dass das GPS nicht vernünftig mit den Running Apps zusammenarbeitet, dass sich der Bildschirm nach einer Zeit so ein bisschen matschig anfühlt, so wie nass. Und ansonsten lässt sich da eigentlich nichts groß dran auszusetzen. Das ist für mich eine klare Kaufempfehlung für 120 €, wenn es das noch gibt und ihr sucht ein günstiges Phone oder für jemanden, für jüngere Kinder. Die meisten Games laufen eigentlich relativ gut da drauf. Der MTK 6582 ist ja noch nicht so veraltet. Wie gesagt, klare Kaufempfehlung, schnappt es euch. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bitte schaltet auch beim nächsten Video nochmal wieder ein. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.